Leute, ja, es ist wieder soweit. Wir haben eine Woche gespielt und ich zeige euch, was wir gespielt haben. Ich hatte ein bisschen vorgegriffen und gesagt, wir werden richtig viel spielen, weil meine Kinder kommen und ja, hat nicht ganz so geklappt. Aber ich zeige euch jetzt, was wir gespielt haben. Und als erstes haben wir ein Spiel zugeschickt bekommen, was wir ja gleich ausgepackt haben, gleich gespielt haben und ich auch gleich rezensiert habe. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das Video gleich hier oben angucken. Da verlinke ich euch das. Aber jetzt erstmal zum ersten Spiel. Und ja, Dodoresk ist echt ein cooles, kleines Spiel. Muss man einfach sagen, also es ist wirklich relativ schnell gespielt. 15 bis 20 Minuten, glaube ich, ungefähr. Ja, so ungefähr ist es auch. Und man versucht als Dodo sein Nest aufzubauen. Das ist eigentlich ein Kartenaufbauspiel. Genau. Man hat Karten auf der Hand, man kann die ausspielen, man kann wieder Karten auf die Hand nehmen und dadurch wieder versuchen, in der Auslage halt drei verschiedene oder verschiedenartige Sachen, also wie zum Beispiel die Polsterung zu bauen und so weiter. Und da versucht man halt so viel wie möglich Punkte zu machen, dann werden alle zusammengerechnet und wer die meisten Punkte hat am Ende, hat gewonnen. Aber wichtig, werdet nicht verletzt dabei, denn dann beendet man automatisch das Spiel. Aber schaut ruhig da rein, einfach aufs i gehen, ja, für Information. Und dann kommt so ein kleines Bildchen und da ist Dodoresk drin. Und dann könnt ihr euch die ganze Rezension einmal anschauen. Ja, des Weiteren haben wir dann, oder das war es wirklich, also das habe ich nur mit meiner Freundin die Woche über gespielt, mehr haben wir nicht geschafft, weil Geburtstag ansteht und so weiter. Und da war so viel zu organisieren, dass wir nichts an Spiele spielen konnten. Aber dann am Sonntag mit meinen Kindern. Ja, wieder mal eine Box, die wahrscheinlich nicht so viele auf dem Plan haben. Die haben wir uns nämlich auf der Spielemesse Essen zugelegt. Denn das ganze Artwork fanden wir einfach cool. Die kleinen süßen Karten mit den Fenstern, wo Licht an ist. Der Spielplan, der ja in keiner Pappe herkommt, endlich. Weil häufig kommt so eine Pappe an und so. Das ist auch alles super. Aber das war so dieses Gefühl alleine, das haptische Gefühl anzufassen, auszulegen, die Karten zu sortieren. Ja, meine Freundin war ziemlich sauer, weil ich habe das schon mit meinen Jugendlichen gespielt, in einer leicht abgespeckten Version. Hat so viel Spaß gemacht einfach, aber es kam nicht der Kniff. Und erstmal, wenn man wirklich alle Regeln mit reinnimmt, dann wird es richtig interessant, weil einer gibt im Grunde die Karte vor, die in der Reihe ist. Entweder, also es gibt ja nur drei Reihen, oberstes Geschoss, mittleres Geschoss und Erdgeschoss. Und alle anderen müssen dann auch Karten aus dieser, ja, aus dieser Reihe im Grunde spielen, wenn sie dann eine haben. Und wenn sie keine haben, können sie irgendeine andere spielen. Und dann wird halt wieder geguckt, wer ist als erster dran, wer kann eine Figur platzieren, um Punkte zu generieren. Und das macht echt richtig Spaß. Leider haben wir nur eine Runde gespielt, weil meine Kinder echt gar keinen Bock darauf hatten. Ich weiß nicht, was an dem Wochenende mit ihnen war. Aber so ist es nun. Wir haben dann, oder beziehungsweise meine Freundin und meine Tochter haben dann zusammen eine Runde Bonk gespielt. Auch eine kleine süße Geschichte. Wir waren auf der Spielemesse Essen 2017. Ich glaube ja, 2017. Das war das erste Mal, dass wir da gemeinsam waren. Und da gab es das Spiel Bonk und meine Freundin hat gesagt, wow, das gibt's doch gar nicht. Denn so heißt sie auch. Ja, und dann bin ich hingegangen zum Stand und habe gesagt, wisst ihr was? Entweder Tantiem, weil ihr habt den Namen einfach benutzt, oder wir kriegen das Spiel geschickt. Und wir haben das Spiel geschickt bekommen. Jetzt steht's bei uns und manchmal, wenn man halt so eine coole Gruppe oder so ein paar Leute da hat, dann kann man einfach mal eine Runde Bonk spielen. Ein recht teures Spiel an sich, aber es macht halt auch wirklich Spaß und es ist lustig. Und es ist aus Holz. Ja, eine Runde in der Zeit Neuroshima Hex gespielt. Ja. Und Neuroshima Hex ist nur eins meiner Lieblingsspiele. Wenn ihr das nicht wisst, dann schaut auf meine
Top-Spiele 2018, verlinke ich euch auch hier. Denn Neuroshima Hex hat so viel Strategie dabei, das ist einfach genial. Und wenn ich zu den Jugendlichen fahre zur Arbeit, dann fragen die meistens danach, ob ich nicht Neuroshima Hex mit eingepackt habe, weil es kommen wirklich welche nur wegen diesem Spiel zu uns. Ganz ehrlich, zwei Jungs, die dauernd das spielen wollen. Aber ich finde es auch wirklich gut. Also es macht so viel Spaß. Man hat halt die Auslage, man hat drei Stück, die deckt man auf, dann schaut man, welche man abwirft und die anderen kann man einsetzen oder vielleicht auch noch aufsparen für die nächste Runde. Und dann kann man Kämpfe auslösen und guckt, dass man mehr Punkte kassiert als der Gegner. Also alles, was man hier machen kann, macht das Spiel richtig. Ich habe mir nur überlegt, ich werde mal gucken, ob ich mit den Jugendlichen nicht mal ein paar Stoffbeutel nähe, denn ich glaube, das Spiel macht noch mehr Spaß, wenn man halt alle Plättchen reinmacht und dann einfach mal drei zieht, statt sie zu mischen und dann aufzuplatzieren, also zu hinzustellen. Das ist meine Idee. Aber Neuroshima Hex, guckt euch das an, es ist wirklich richtig gut, es ist nicht teuer, es macht Spaß, es sind vier Fraktionen gleich drin, man kann also zu viert an einem Spiel spielen und man kann es sogar noch erweitern mit zwei Erweiterungen, dann kann man zu sechst an einem so kleinen Plan zusammensitzen. Also es ist echt richtig, richtig cool und abgefahren. Schade, dass ich das nicht erfunden habe, dann wäre ich jetzt echt richtig stolz. Ja, dauert, als nur Bong zu spielen haben, meine Freundin und meine Tochter sich dann noch Cabo geschnappt. Das hat ewig gedauert, weil sie mit den Punkten immer wieder aneinander geglichen. Ich glaube, meine Tochter hatte am Ende 99 Punkte und meine Freundin irgendwie 97 oder 98. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall sehr knapp. Und da haben wir ein bisschen gewartet, weil wir hatten eine Runde Neuroshima Hex gespielt und mein Sohn war irgendwie aufgedreht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir grillen wollten. Bei Cabo ist es ganz einfach, man hat vier Karten, man guckt sich die Karten an, und also zwei, und dann kann man die tauschen und schauen, ob man vielleicht nochmal eine Karte mit dem Gegenspieler tauscht oder ob man seine eigenen dann anguckt. Das basiert aber immer alles darauf, was man für eine Karte zieht, denn im Grunde geht es darum, so wenig wie möglich Punkte zu haben. Habe ich also eine 1 gezogen, tausche ich die mit einer meiner Karten, die ich schon mir angeguckt habe, oder vielleicht mit einer Karte, die ich noch nicht angeguckt habe, was natürlich ein Risiko ist. Vielleicht liegt da auch eine 0. Und am Ende sage ich vielleicht Cabo und dann ist der andere nochmal dran, kann nochmal eine Karte wechseln oder was auch immer er spielen will. Und dann deckt man auf und schaut, wer am meisten Punkte hat. Aber Cabo habe ich, glaube ich, auch rezensiert. Wenn ja, schmeiße ich es da rein. Könnt ihr euch angucken. Cabo ist echt ein cooles Spiel, aber für mich einfach so ein Spiel. Ich spiele so häufig Biberbande, das ist fast das gleiche Prinzip. Dass ich da nicht mehr ganz so viel Lust habe. Leider. Man hat sich's dann überspielt. Vielleicht mal Thema für ein Video. Kann man Spiele überspielen? Zusammen Exploding Kittens gespielt. Eins auch meiner Lieblingsspiele, glaube ich. Ja, doch. Es ist einfach so lustig. Es macht so viel Spaß. Es geht so schnell von der Hand. Und ich habe es jetzt am Samstag mit drei Mädels gespielt, also auch auf meiner Arbeit mit Jugendlichen, und die haben erst gesagt, hey, was ist denn das und wie geht denn das, und dann habe ich es erklärt und der eine hat auch gesagt, ich verstehe das gar nicht, dabei sind die Regeln wirklich simpel, und dann haben wir es gespielt und danach gab es, ich glaube nach der dritten Runde, habe ich dann Neuroshima Hex gespielt mit den Jungs und die haben nochmal Exploding Kittens gespielt. Und die haben so sich behagt, denn es ist kein freundliches Spiel. Ne? Also man muss wirklich überlegen, man will nicht die schwarze Exploding Kittens Karte auf der Hand, also ziehen. Denn man muss immer eine Karte ziehen. Und man hat nur eine Entschärfung auf der Hand an sich. Und wenn man die dann ablegt, dann ist natürlich das Risiko groß, dass man beim nächsten Mal ziehen explodiert und raus ist. Aber wenn man eine Entschärfung gespielt hat, dann kann man diese Exploding Kittens Karte in den Nachziehstapel irgendwo reinpacken. Und das macht Spaß, weil man packt es unterm Tisch, man packt die irgendwo rein, will den nächsten ärgern oder den darauf folgenden, dass der rausfliegt.
Und das macht so viel Spaß, dass, ja, da gibt es dann manchmal Krieg am Tisch. Exploding Kittens weiß, Richtig. kein richtiger Brecher dabei, sondern eher so kleine Spiele. Aber jetzt kommen noch mal ein paar Videos und am Wochenende spielen wir am Samstag auch ein Rollenspiel. Da werdet ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Content von uns bekommen, denn wir haben ein neues Rollenspiel geschickt bekommen und da freuen wir uns schon richtig drauf. Da werdet ihr auf jeden Fall jetzt auf dem Kanal auch ein bisschen was sehen, denn ja, wir sind Rollenspieler, kommen aber häufig nicht dazu, weil ein Rollenspiel nun mal nicht in 2 Stunden einfach so gespielt ist. Wäre dann auch Blödsinn, wenn alle zusammenkommen. Aber da freut euch mal drauf. Das wird richtig cool. Und ich weiß nicht, ob wir in der Woche jetzt wirklich was spieltechnisch hinbekommen. Ich hoffe es, ich freue mich auch drauf. Aber jetzt durch den Geburtstag, der ja heute Abend online geht und wir zusammen uns das angucken können, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Mal schauen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, euch ein bisschen was zu zeigen. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen, auch wenn es kurz und knapp ist. Und ja, wenn ja, dann wisst ihr, Daumen hoch, Abo, schreibt was unter die Kommentare, lasst was da. Ich freue mich auf euch, auf heute Abend, Geburtstag. Macht's gut, euer Tigurion.